Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Super 73 RX. Das wollte ich euch jetzt mal vorstellen. Haben mich ja einige angeschrieben und wollten das gute Stück mal von der Nähe sehen. Da ist es, das Super 73 RX. Ja, Vollfederung, vorn und hinten. Aber dazu gleich mehr. Kommen wir jetzt zu den harten Facts vom Super 73 RX in Mojave Blue Tank. So heißt dieses Bike. Ich habe es jetzt seit knapp 7 Monaten jetzt. Bin hochzufrieden. Also es macht, was es soll. Natürlich ist es ein auffälliges Bike. Zu den technischen Daten. Es hat eine Shimano-Schaltung. Eine Magura-Bremse, also Front-Magura-Bremse vorne und hinten. Bereifung 20 Zoll, 4,5 vorne und hinten. Reichweite vom Super 73 RX, so 60 bis 70 Kilometer. Ich bin schon mehr gefahren. Ich glaube, so 80, 90 habe ich auch schon gepackt. Kommt drauf an, wie der Akku gerade drauf ist, glaube ich. Beziehungsweise auch die Wetterlage. Bis 150 Kilogramm belastbar, das passt. Ich wiege nämlich etwas über 100 Kilo. Piep. Und deswegen, cooles Bike, also macht mir viel, viel Freude. Hatte ja schon einiges gesehen zu diesem Bike, vor allem bei dem YouTuber Scooterhelden, der auch natürlich auch einen E-Roller-Shop, E-Bike-Shop etc. Bei dem habe ich jetzt auch gerade gesehen, weil ich auf seiner Seite war, das verlinke ich euch aber unten, der hat noch genau so ein Modell da für sage und schreibe 3.999 Euro, denn heute, wo ich dieses Video aufnehme, dem 5.1., ist seit gestern, dem 4.1., sind die Preise hochgegangen bei Super 73. Und jetzt kostet das gleiche Bike nicht mehr 4.699 Euro, sondern 4.999. Ein satter Sprung nach oben. Und nochmal hier nochmal die Federung, damit ihr die mal vom Nahen seht. Also die ist echt super. Also natürlich die dicken Schlappen, die dicken Reifen hier an sich schon, haben eine Federung, die 20 Zoll Reifen, aber durch die Suspension hier, durch die Federung hinten nochmal, du sitzt da drauf wie auf einem Sessel. Also mega gut, vorne auch nochmal. Und natürlich das Licht ist mega. Das strahlt richtig, das ist richtig hell. Und vorne natürlich auch hat er seine Federung, Scheibenbremse vorne und hinten, wie gesagt, Magura. Und auch eine laute Hupe, also da hört es sich, mach mal. Einmal, hört ihr es? Genau, das ist laut. Also da steckt Pfeffer dahinter. Und hier kann man auch die Federgabel vorne auch einstellen, so wie ich es mal gerne hätte. Hier, beziehungsweise hier, Entschuldigung. Aber da auch, kann man auf beiden Seiten. Hier ist der Akku. Wie viel Watt er hat, da muss ich jetzt selbst mal nachschauen. Der Akku hat 20 Ampere, beziehungsweise 960 Watt. Steht hier, ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt, aber es müsste so stimmen. Ich bin jetzt auf der Seite von den Scooterhelden. Wie gesagt, dieses Bike kriegt er da. Ich kriege auch kein Geld dafür. Ich mag ihn nur. Ich mag auch seinen Kanal. Und da gibt es das Bike, was ihr da seht, für 3.999 Euro. Mit Mehrwertsteuer natürlich. Und bei Super 73 direkt kriegt er das ab heute, dem 5.1., wo ich dieses Video drehe, kriegt er das gleiche Bike für 4.999. Also Ersparnis 1.000 Euro. Kann ich euch nur empfehlen. Das ist aber auch ein Zusatz, also das ist extra, das gab es nicht dabei, also das müsst ihr euch kaufen. Kostet so um die 40 Euro auf beiden Seiten. Habt ihr das dann, sieht auch richtig cool aus, macht auch was her. Und das Bike ist einfach nur mega. Also ich fahre das jetzt seit knapp 7 Monaten, macht viel, viel Spaß. Natürlich fällt man auf wie ein bunter Hund. Jeder will wissen, wo hast du das her, was ist das, darfst du damit, ist es erlaubt? Warum hast du kein Kennzeichen? Ja, komme ich jetzt zu den
zu den Fakten, was das Tempo betrifft. Also du kannst damit über 45 km/h fahren. Er hat verschiedene Modi. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Modus 4. Das kann man freischalten über die App. Und dann kann man hier durch. Da, so, jetzt seht ihr es besser. Da kann man dann durch. Switchen, 1, 2, 3, 4. 4 ist die höchste Stufe. Natürlich auch mit der Gangschaltung in Kombination. Könnt ihr das dann so einstellen, wie ihr es gerne hättet. Also entweder ja, so, dass ihr dann halt treten müsst, etwas mehr. Oh, da habe ich mir auf die Zunge gebissen. Oder natürlich, dass euch die Batterie bzw. hinten der Motor aktiv und wirklich vollends hilft. Aber ihr müsst immer treten und wie gesagt, der Anschub, der erste, der ist mega. Also es macht richtig, richtig viel Spaß mit Super 73. Wo viel Licht, da auch ein bisschen Schatten, muss man dazu sagen, was mich nervt. Wir hatten im Dezember 2022 ein Firmware-Update für die App von Super 73. Und da haben die das einfach mal, mir nicht, dir nicht, ohne die Community bzw. Die Super 73 Kunden mal darüber zu informieren, dass sie das mal runtergesetzt haben, weil EU, bla bla, oder Deutschland, ich weiß nicht genau, ich glaube, hier ist eine EU-Richtlinie, die jetzt gedrosselt werden, wirklich auf 25 km/h, und haben sich so viele beschwert, es gab einen richtigen Shitstorm. Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich das Update einfach nicht gemacht habe. Heute musste ich es machen, weil ich gestern Probleme bekommen habe. Ich habe es auch gestern schon gemacht, ging aber nicht richtig, scheinbar. Da habe ich es heute zweimal gemacht und jetzt hoffentlich ist das Problem gelöst. Generell muss ich sagen, die App nervt ein bisschen, weil es ist nicht das einzige Super 73, was ich habe. Ich habe noch das S2 und das ZX noch von Super 73, weil ich, wie gesagt, die Marke einfach geil finde und einfach super gute Erfahrungen damit gemacht habe, auch im Urlaub. Wohlgemerkt, also ich hatte die auch mit im Urlaub. Also das ZX und das S2, super Bikes, machen echt viel Spaß. Aber es nervt halt ein bisschen. Und was jetzt auch aufgetreten ist, will ich euch auch nicht vorenthalten. Hier, das ist abgegangen. Also an der Hupe. Das hängt da nur noch so ein Zipfelchen. Vielleicht sieht man das. Ich habe dicke Finger. So, ich hoffe, man sieht es. Da hängt nur noch. Und ja, das ist auch nicht schön. Das muss ausgetauscht werden oder was auch immer, keine Ahnung. Also muss man halt schauen. Und was das Thema ist, ihr müsst halt zu speziellen, was heißt speziellen, also die meisten Fahrradwerkstätten können auch ein Super 73 reparieren. Davon gehe ich mal stark von aus, weil es ist einfach ein E-Bike schlussendlich, also jetzt keine Raketenwissenschaft. Nur die Prämisse von Super 73 ist eigentlich, wenn du das bei einem Händler kaufst, bei einem stationären Händler, muss auch eine Werkstatt haben. Hier in Frankfurt haben wir zwar einen Händler, aber der hat keine Werkstatt in dem Sinne, sondern einfach nur, du kaufst die Bikes da und dann kannst du sie customizen, aber nicht reparieren, soweit ich das verstanden habe. Ich hatte telefoniert letztes Jahr im Dezember, aber ich habe da die Info bekommen, wir customizen nur, also wir werden nichts reparieren. Okay, muss ich dann schauen. Also das sind so die zwei, drei kleinen Mankos, die bei Super 73, die ihr wissen müsst. Und natürlich die Preissteigerung von 4.699 auf 4.999. Gut, Inflation, PP und was weiß ich nicht alles. Aber und genau, was auch noch nervt, ist einfach lange Lieferzeiten. Also es gibt Probleme da mit dem Zoll, mit dem, keine Ahnung, Einfuhrzoll. So habe ich das erfahren jetzt. Dafür kann Super 73 nicht. Da sind sie aber auch proaktiv und geben dann auch Feedback dazu, wenn es Probleme gibt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel das Bike kaufen, anzahlen für 350 Euro, dann ist eins im Slot. Das heißt dann, ihr kriegt da noch wirklich eins. Nur die Frage ist, wann kriegt ihr eins? Bei meinem jetzt zum Beispiel hätte ich jetzt innerhalb von 1,5 bis 2 Monaten kriegen sollen. Es hat dann, glaube ich, 5 bis 6 Monate gedauert. Also ziemlich lang. Und da hatten sie schon mein Geld. Also ich hatte schon bezahlt, den vollen Preis, und hatte dann noch mein Bike. Sie waren aber auch super freundlich und kompetent. Und ich habe sie noch abgekauft, dass es wirklich nicht an Super 73 liegt. Natürlich, der Hersteller will seine Bikes ja auch loswerden. Also von daher, er hat ja auch noch Lagerkosten, was weiß ich noch alles, was anfällt. Also er ist froh, wenn er seine Ware los wird. Ja, ich hoffe, das kriegen die Jungs von Super 73 dieses Jahr in 2023 besser hin. Und ja, der Kundenservice ist top. Freundliche Leute, ich war auch schon mal vor Ort, schon 2, 3 Mal bei Super 73 in der Nähe von Amsterdam. Ist das Headquarter Europa. Ja, und hier auch hier bei der Eurobike letztes Jahr 2022 hier in Frankfurt an der Messe war ich auch. Ja, top. Also freundlich, nett, kompetent, helfen dir auch. Und ich bin vollends zufrieden, bis auf diese kleinen
Mankos halt, kann passieren alles, aber ja, ich hoffe dann, das Wichtigste ist für mich halt, dass die App wirklich dann auch reibungslos funktioniert, weil mit der App hatte ich leider viele, viele Probleme, was meine Bikes betrifft. Und das wäre einfach schön, wenn das Thema gelöst werden würde, weil man will ja Freude mit seinem Bike. Und ich bin aber der guten Hoffnung, dass das bestimmt klappen wird bei Super 73. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, einen Kommentar gerne, aber auch ein Abo. Würde mich sehr, sehr freuen, weil die Arbeit hier macht mir viel Spaß und noch mehr Freude bereitet es mir, wenn euch mein Content gefällt und er euch auch was bringt. Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt alle fit und bis zum nächsten Mal. Euer Pericles. Bye, bye.